Hallöchen Nachbarn, heute geht es um AfD-Zitate. Ich habe ja im letzten Video bereits schon eine Liste gemacht, wie das Abstimmungsverhalten der AfD im Bundestag so ist. Und heute wollte ich mich mal der Frage widmen, ist die AfD denn eine rechtsradikale Partei? Ja oder nein? Wir werden es heute erfahren. Viel Spaß bei dem Video. I'm gonna get up in the morning. Bevor es so richtig losgeht, muss ich nochmal auf ein paar Kommentare eingehen, die ich letztens gelesen habe. Dort wird mir unterstellt, ich wäre unwissenschaftlich. Ja? Richtig, absolut korrekt. Ich habe aber auch nicht das Gefühl gehabt, dass irgendeines meiner Videos auch nur im Ansatz vermittelt, es wäre hier ein wissenschaftlicher Kanal. Und die Verwirrung wird all jene verwirren, die nicht wissen. Im Gegensatz zu Querdenkern ist es mir nämlich nicht möglich, alleine durch Googeln auf wissenschaftliche Ergebnisse zu kommen oder Weltverschwörungen aufzudecken. Bei den Querdenkern sind es ja sogar gleich 198. Also ist mir ein Rätsel, wie das geht. Ich kann es jedenfalls nicht. Und genauso abwegig halte ich es halt auch, wenn man der Meinung ist, man könne durch Googeln zum Wissenschaftler oder Virologen werden. Nennt mich naiv, halte ich für schwer. Ich glaube, man muss sich einfach die Frage stellen, vertraue ich einem Bhakti, der nicht eine einzige Studie zu dem Thema und seinen Thesen vorweisen kann, dreimal ein Massensterben vorhergesagt hat, und davon ist ja nachweislich, wie ihr alle wisst, auch ihr Querdenker, nicht ein einziger Termin eingetreten. Oder vertraue ich auf einen Streeck zum Beispiel, der sich auf peer-reviewte Studien beruft und nachweislich eben noch keinen einzigen Fehltritt hatte. Ich glaube, die Frage, die muss man sich stellen und nicht die Frage, ob ich durch YouTube zu einem Wissenschaftler werde. Aber ihr könnt meinetwegen weiterhin glauben, ihr wärt besonders kritisch. Das ist überhaupt kein Problem. Das hat zwar nichts mit Meinung zu tun, aber sehr viel mit Religionsfreiheit. Und insofern, wir haben diese Religionsfreiheit in Deutschland, macht das ruhig. Dann glaubt halt weiter an das Spaghetti-Monster, ist überhaupt kein Problem für mich. Und jetzt habe ich aber nochmal, und dann geht es auch wirklich los, versprochen, einen kleinen Aufruf an insbesondere Querdenker, kritische Selbstdenker und wie auch immer ihr euch bezeichnen möchtet. Ich hätte Bock auf eine sachliche Diskussion mit euch. Ich mache einen Thread auf und ich würde euch bitten, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt doch bitte mal in diesen Kommentarbereich in den Thread rein, an welcher Stelle ARD und ZDF in den vergangenen 2 Jahren gelogen hat, wenn es möglich ist unter Angabe einer Quelle. Und dann lasst uns da versuchen, mal sachlich drüber zu sprechen. Lasst uns das mal machen. Ich würde mich drauf freuen. So, jetzt geht's aber los mit der AfD. Ich habe ja das letzte Mal die Frage gestellt in dem Video Querdenker und AfD. Relativ weit am Ende dieses Videos werdet ihr das finden, falls ihr da interessiert seid, habe ich ja die Frage gestellt, wie ist eigentlich das Abstimmungsverhalten der AfD im Bundestag? Da habe ich mich gefragt, wie ist das denn? Kann man anhand der Sprache darauf schließen, was für eine Gesinnung die AfD hat? Und da habe ich mir mal ein paar Zitate von der AfD rausgesucht. Und zwar nicht die Zitate, die allgemein in den Medien schon durchgegangen sind, die man schon nachlesen konnte und die öffentlich diskutiert worden sind, sondern auch und insbesondere Zitate, die man in der Öffentlichkeit noch nicht so sehr sehen konnte. Ich mache das hier auch, damit später niemand sagen kann, ich habe davon nichts gewusst. So, fangen wir also an. Ich dachte, wir machen einen Quiz da draus. Ich lese vor und ihr sagt, ob das eher so 1933 bis 1945 gefallen ist, dieses Zitat, oder ob das von der AfD stammt. Wir legen los. Also, aufgepasst. Dass man Menschen, die ins Land kämen, nachher immer noch alle erschießen könne oder vergasen. Aber von wem kommt das? Ist das eher so 1933, 45 oder ist AfD? Ja, es kommt von einem AfD-Mitglied, nämlich dem Christian Lüth.
Wir haben nur integre so Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen. Ja, der ist mittlerweile nicht mehr AfD-Mitglied. Das ist der Ex-Pressesprecher, ist ausgetreten oder wurde rausgeworfen. Weiß ich nicht ganz genau. Jetzt kommt er ein krasser. Ich muss mal gucken, ob ich jedes dieser Worte auch so wirklich so wiedergeben möchte, weil das echt krass ist. Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote. Frauen und Kinder, mir egal. Es wäre so schön. Ich will auf ihre Leichen irgendwas und auf ihren Gräbern tanzen. Von wem kommt das? 33, 45 oder eher AfD? Es war die AfD, in diesem Falle von Marcel Grauf. Ob der noch Parteimitglied ist, kann ich nicht sagen. Konnte ich nicht rausfinden. Ich habe gegoogelt ohne Ende. Keine Chance. Das ist fatal. Aber fest steht, der Typ steht auf jeden Fall ganz fest auf dem Boden der Demokratie. Der will Bürgerkrieg haben. Richtig guter Mann. Toller Typ. So, was haben wir denn noch? Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Ja, ist vom selben Menschen, das ist nämlich auch von Marcel Grauf, ehemaliges AfD-Mitglied. Also ich vermute ehemalig, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Partei, selbst die AfD nicht, so einen Menschen in der Partei haben möchte. Von wem kommt das hier, 33, 45 oder AfD-Mitglied, ist ja die Frage, brennende Flüchtlingsheime sind kein Akt der Aggression. Und ich mache noch mal weiter. Ich würde niemanden verurteilen, der ein bewohntes Asylantenheim anzündet. Das ist beides von AfD-Mitgliedern. Ja, Sandro Hersel und Marcel Grauf. Also der fällt auf hier, der Grauf. Der fällt auf. Ha! So zwei, drei Stück haben wir noch. Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Ist von Peter Buston, also aktives AfD-Mitglied. Die Menschen entsorgen, ist so ein AfD-Thema, ganz offensichtlich. Weil, Spoiler, der nächste ist auch von der AfD. Wir werden sie dann, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können. Kam von Alexander Gauland. Also Menschen entsorgen, finden die richtig gut. Ja, diese alte Chose, ich kann es auch mehr. Leute, ich kann es nicht mehr. Man muss sich ja da die Frage stellen, wenn die direkt mit dem ersten Paragraphen kollidieren, weil Entsorgen von Menschen, und Gauland hat ja dann sogar auch nochmal in diesem Kontext vom Jagen von Menschen gesprochen. Wir werden sie jagen! Ist das überhaupt noch vereinbar, dass eine Partei im Deutschen Bundestag so etwas äußert und dann auch noch der Vorstand dieser Partei so etwas äußert? Das ist ja absolut nicht vereinbar mit dem Grundgesetz, oder wie sehe ich das? Wir müssen ganz friedlich und überlegt vorgehen, uns gegebenenfalls anpassen und dem Gegner Honig ums Maul schmieren. Aber wenn wir endlich soweit sind, dann stellen wir sie alle an die Wand. Grube ausheben, alle rein und Löschkalk obendrauf. Das ist von 33, 45 oder AfD, das ist von der AfD ebenfalls, AfD-Mitglied, mittlerweile ausgetreten, Holger Arpe. Und so ganz oben drauf kommen ja dann noch so Videos wie dieses hier. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird aufgemischt, dann wird wieder Politik für das Volk, und zwar nur für das Volk gemacht, denn wir sind das Volk, liebe Freunde. Jetzt kann sich ja jeder denken, womit ihr das vergleichen würdet. Ich sehe das in einer ganz speziellen Gruppierung. Ich ziehe mal lieber keinen Vergleich zum Dritten Reich. Zwinker-Smiley. Und dann gab es ja auch noch so Videos wie dieses hier. Man muss sagen, hoffentlich. Wenn es nicht dramatisch genug wird, dann geht es so weiter. Ja, halt, aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn es nicht dramatisch wird, dann ist es eh okay. Dann braucht es die AfD offensichtlich nicht. Also die AfD ist ganz offensichtlich daran interessiert, dass es den Bürgern in diesem Land ganz besonders schlecht geht, dass sie möglichst frieren, damit die AfD einen politischen Aufschwung erreicht. Ja, es ist ja, das ist ja eine tolle Partei, ne? Und vor diesem Hintergrund, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gibt es Otto Normalbürger,
in diesem Land, die der Meinung sind, dass die AfD eine Partei der bürgerlichen Mitte sei und dass man die AfD unter Umständen sogar auch nur aus Protest wählen könnte. Ja, ja, vor dem Hintergrund dieser ganzen Zitate muss ich euch da mal fragen, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Und die Chatprotokolle, die irgendwann öffentlich geworden sind, aus einem Kreis von AfD-Mitgliedern, unter anderem auch Abgeordnete der AfD im Bundestag, bestätigen ja das, was ich hier gerade sage. Die Zitate kamen teilweise auch aus diesen Chatprotokollen und insofern stellt sich ja auch nicht mal die Frage, ob es hier um Fakten geht oder nicht. Also vor dem Hintergrund all dieser Zitate und der Videomaterialien und all dem, was Bernd Höcke so gesagt hat, jetzt wurde ja auch gerade eine AfD-Abgeordnete festgenommen, weil sie Kontakt zu Reichsbürgern hatte und einen Umsturz geplant hat, wenn er auch nicht so weit fortgeschritten war. Dieser Umsturz ist ja die Kriminalität dahinter und die Energie dahinter ja trotzdem vorhanden. Hätte ja auch gereicht, wenn nur einer sich bewaffnet hätte und versucht hätte, den Bundestag zu stürmen. Wer weiß, wie viele Polizisten er dabei mitgenommen hätte. Lieber Otto Normalbürger, es ist ja hier keine Frage von, mag ich Migranten in diesem Land oder mag ich sie nicht? Will ich Asylanten oder will ich sie nicht? Habe ich Angst vor Überfremdung oder habe ich sie nicht? Ist auch keine Frage von, bin ich eher rechts oder bin ich eher links? Nach all den Zitaten solltest du dir die Frage stellen, bin ich Mensch oder bin ich Monster? Danke fürs Zuschauen. Trinkt Wein auf mich. Schönen Abend noch. Ciao.